Jetzt werde ich Ihnen den Margarita-Cocktail zubereiten, den Underliner dem Gast reichen. Dann nehmen Sie, benötigen wir den Shaker. Glas vorkühlen. Als nächsten Schritt brauchen wir das Gästeglas. Und dort wird jetzt ein Salzrand angebracht, und zwar zuerst mit der Zitrone. Mit dem Zitronensaft etwas befeuchten und dann ganz vorsichtig in das Salz tunken. Dann könnten Sie das Eis entfernen oder eben das Schmelzwasser weggeben. Wir benötigen 2 cl Zitronensaft. Zwei cl Contro. Vier cl Tequila. Ordentlich schließen und dann checken. Kurze Drehung, dann ordentlich abtropfen lassen und ganz vorsichtig mit dem Strainer in das Gästeglas umfüllen. Und den Cocktail dem Gast servieren.